Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin gerade auch im Livestream online. Deswegen wundert euch bei diesem Video nicht, wenn ich zwischendrin ein paar Mal auf ein paar Fragen aus dem Chat eingehe. Heute Nacht, vor rund anderthalb Stunden, kam die neue Operation Shattered Web. Ihr habt ja schon hoffentlich das erste Video gesehen mit unserer Reaction zu der neuen Operation, wo wir einmal die Sachen durchgegangen sind. Aber es kam natürlich auch eine neue Case mit vier neuen Messern, ihr habt es vielleicht gesehen, auf Deutsch zerfetztes Netz. Und wir werden jetzt 30 Stück von dieser neuen Kiste aufmachen. Wir gucken uns die einmal an. Die Case, da gibt es ein paar gute Sachen drin. Ich muss sagen, ich persönlich finde die neuen Collections cooler. Die Rare Items, die AWP Containment Breach, für mich eine 5 aus 10. Höchstens, würde ich sagen. Also da finde ich die beiden AWPs aus den Collections wesentlich cooler. Super cool, dafür die MAC-10 Stalker. Das hätte ich super gerne auf einer AK gehabt. Ich glaube, auf einer AK wäre das richtig geil gewesen hier, das Pattern. Auf einer M4 vielleicht auch, aber ich komme mit der MAC-10 nicht klar. Das Design finde ich aber super nice. Scout Bloodshot, ja, ist okay. Scout Colony, nicht Scout Krieg, Colony 4. Und die Tech-9 Decimator, die gibt es ja schon auf der M4A1S. Geht so, gibt es auf jeden Fall auch coolere. Aber wo es richtig reinklingelt, sind natürlich die vier neuen Messer. Und ich hoffe, ich habe schon 10 aufgemacht, nur Müll gezogen, dass ich jetzt aus 30 Kisten vielleicht wenigstens eine rote ziehe, wenn nicht sogar ein neues Messer. Auf geht's jetzt. So, und alle, die im Chat sind, ihr könnt es alle mal Hallo schreiben oder irgendwas. Wenn irgendwas Krankes passiert, werde ich den Chat auch einbinden. Ich hoffe einfach, dass hier dick reinklingelt. Was kann ich noch zeigen? Genau. Für die Leute, die sich fragen, hier Operation Shattered Web Challenge Coin, so sieht die Challenge Coin aus. Auch super nice, die kann man diesmal bis Diamant hochleveln. Und es wird sicherlich wieder den einen oder anderen geben, der sagt, 13,25 € sind zu viel für eine Operation Coin. Man kriegt diesmal aber auch verdammt viel. Aber ich muss aber auch bewusst sein, wenn ihr den früh kauft und schnell viel spielt, kriegt ihr natürlich auch entsprechend die Shattered Web Case Drops oder aber auch die neuen Models, die man auch auf dem Steam-Markt verkaufen kann, haben wir vorhin noch erfahren. Wenn man die sofort verkauft, kriegt man natürlich auch wieder viel Geld von dem Operation Pass Re. Muss natürlich jeder für sich selbst wissen, meiner Meinung nach ist das absolut wert. Da klingelt es direkt. Tech-9 Decimator. Und wer Angst hat, dass seine 13,25 € wasted sind, lieber jetzt kaufen als in einer Woche, weil jetzt kriegt man noch durch die Kisten, wenn man die wieder verkauft, einiges an Geld Re. Ja, Tech-9 Decimator, geht so, wa? Geht so. Nicht überkrass. Auch auf jeden Fall nicht mein Favorite-Skin, aber ist okay. Ich denke mal, so ein 10er ist das bestimmt noch, oder? Ein 10er ist das easy. Übrigens, pro Kiste habe ich jetzt gerade 2,40 € bezahlt. Wäre das schön, wenn jetzt das Rare Special Item reinrollt. Ich habe mit der CS20-Kiste nur Pech. Ich habe bestimmt auch schon 400, 500 Stück davon aufgemacht. Einmal eine rote, einmal die Farmers Commemoration gezogen in Battlescard. Sonst nur Kacke aus der Kiste. Aber sonst muss ich wirklich sagen, ihr könnt ja mal im Chat auch reincallen. Ich finde die Collections, die anderen Collections von den Skins her cooler als die Kiste. Wenn ihr euch das Knife wegdenkt, ich finde die AK auf jeden Fall geiler als die MAC-10 und die AWP aus der Kiste. Und die beiden anderen AWPs aus den anderen beiden Collections finde ich auch cooler. Der Chat sagt auch, ist auf jeden Fall so. Also hier ist echt kein Skin, wo ich sage, den würde ich in meinen Loadout packen. Bis auf die MAC-10 Stalker und die MAC-10, die raff ich überhaupt nicht, die Waffe. Die kann ich nicht spielen. Die AWP würde ich auf keinen Fall reinmachen. Die Scout ist, also die Scout finde ich echt überhaupt nicht cool. Da ist kein Skin drin, den ich mir immer lauter packen würde. Die ist noch ganz interessant. Wobei, Neon, Ply. Naja, halt so Plywood war. Bisschen Fade. Ist halt alles nicht so mega schlecht, aber so geil ist es nicht. Die Kiste machst du eigentlich auch nur auf, weil du eins der neuen Messer haben willst. Und die finde ich wirklich alle vier richtig cool. Wie du sagst, die grüne AWP ist absolut safe. Ich finde die echt gar nicht geil. Also ich finde die überhaupt nicht cool. Die wird in Phoebus grüne Loadout passen. Aber hier so kontaminierte Ratten, die da rumfliegen zwischen irgendwelchen Bäumen. Also finde ich die Dragonlore oder Medusa oder jetzt die anderen beiden, ich weiß nicht, wie sie heißen, aus den neuen Collections, finde ich viel, viel cooler als das.
Gut, wenn grün deine Lieblingsfarbe ist, klar, aber so an für sich finde ich das Design von der AWP auch nicht so mega nice. Sanja sagt, die AOG ist doch safe. Guck ich mir gleich auch mal an. Die AOG, welche AOG? Ja, Arctic Wolf, aber... Ja doch, die ist ziemlich cool, aber die ist mir persönlich zu schlicht. Zu clean. Also ich finde so Designs halt viel cooler, wo es richtig abgeht. Schlecht ist die nicht, aber das wird halt auch... Stell dir vor, den Stalker-Skin auf der AOG. Beide sind pink oder lila, der wird safe doppelt oder dreimal so teuer sein wie die Arctic Wolf, weil das halt so ein bisschen Standard-Skin ist. So, Revolver, natürlich nach wie vor absolut relevant im Spiel. Memento, nochmal, guter Film, kann ich empfehlen, wer nicht gesehen hat. Memento, mega geil. Der Hauptcharakter heißt Lennart, deswegen ist er doppelt gut. Die hat man noch nicht. Bison Embargo. Ja. Bisschen Wild West-Stil. Optisch. Nicht so schlecht, aber auch nicht meins irgendwie. Kannst du mal die neuen Messer zeigen? Ich glaube, ich kann die in-game nicht zeigen, Cracked. Ich kann gleich mal auf den Desktop gehen. Dann kann ich nochmal die Messer durchklicken. Können wir uns die nochmal anschauen. Aber ich mache eben die Kisten hier fertig. Oh, da kriege ich einen Raid von 99 Damage. Vielen, vielen lieben Dank. Ich weiß nicht, wer da gerade gecastet hat. Wahrscheinlich Venom. Vielen Dank für den Raid. Machen gerade noch ein paar der neuen Kisten hier auf. Ich glaube, Tweedy macht gerade auch schon fleißig ein Video. Der poppt die ganze Zeit bei mir oben links auf. So, aber über einen MAC-10 Stalker würde ich mich freuen. Die würde ich in mein Loadout packen, auch wenn ich weiß, dass ich die nie spiele. Zieh halt einfach eins. Kannst du ein neues Messer zeigen? Zieh halt einfach eins. Okay, warte, ich zieh die jetzt. Wer war das? Nils, ich zieh die jetzt für dich. Ich zieh dir kurz ein Knife, Moment. Wenn ich jetzt ein Knife ziehe, darfst du behalten. Oh, da fliegt die Mac, da fliegt die MAC-10 durch. Oh, hätte ich gekotzt, wenn das jetzt passiert wäre, wa? Neue Messer, wahrscheinlich direkt 2000 Euro wert. Ich muss einfach abdrücken. Ich krieg nur die Nova. Nova Plume. Ich denke aber, dass die Kiste wieder teurer wird. Also jetzt bei 2,40 Euro die Panic sellen hat, oder die sellen jetzt alle, weil sie denken, die fällt immer weiter. Aber ich glaube, die CS20 Kiste ist am Anfang auch gefallen und dann wieder teurer geworden. Ich denke, die wird auch wieder hochgehen. Hatten wir auch schon. Neon Ply. Oh Gott, eine Pink und es ist die Decimator. Was wären denn die anderen beiden Pinken? Ja, ich glaube Bloodshot oder die Krieg. Die finde ich noch ganz okay. Die passt ganz gut zu der MAC-10, finde ich. Das wird wohl die beste Pinke sein. So, 10 Kisten oder so haben wir noch. 20 schon weg. Obwohl, 30 schon weg. Weil ich habe ja schon 10 Stück vorher aufgemacht. Da habe ich auch schon nichts rausbekommen. Ja, und die SG wurde vom Gameplay her nicht genervt. Die ist $300 teurer geworden, glaube ich. Die kostet jetzt 3.000. Die Galil ist genauer geworden. Die ist besser. Die Farmers habe ich gerade noch nicht spielen können. Da kann ich nichts zu sagen. Aber die Galil hat sich schon mal echt gut angefühlt. Warum kriege ich denn nur die? Dritte Mal schon, oder? Die AK hätte ich gern, die geht wahrscheinlich für einiges hier, die Red Rod. Ich find's, oder mach ich einen Trade Up? Ich glaube, Trade Up lohnt nicht. Stat-Track war die hier. Ich glaube, ein Trade Up lohnt nicht. Doch, wobei, wenn ich die AK ziehe, ich weiß nicht, ob das jetzt finanziell lohnt sich, das jetzt ein Trade Up zu machen mit dem Blauen. Skeleton Knife Knight Rainbow. Oh, ist jetzt sowas ultra krankes sein kann, aber ich lag auch eins, Alter. Ich zieh mir auch ein Skeleton Knight Stripe. Oh, ist jetzt Slaughter Fade, das hätte alles sein können, Knight Stripe. Field Tested Low, ist das Well Worn? 38er oder ist das noch Field Tested? Well Worn. Ey, für Well Worn sieht das aber gut aus. Da ist ja gar nichts dran. Wie ist denn das? Well Worn, holy shit. Wie ist das denn bitte schön? Well Worn. Guck mal, hier ist so ein Mini-Kratzer. Ich weiß gerade gar nicht, ob man das überhaupt erkennt. Das ist well-worn?
Ah, Nightstripe ist gar nicht meins, ne? Aber hier haben fucking Knife gezogen, Alter, aus den ersten Kisten. Let's go. Valve hat da doch safe was gerickt. Jeder Streamer lag direkt was am ersten Tag. Skeleton Nightstripe. Aber es ist das Knife, wo ich am Anfang noch gesagt habe, ich finde es eigentlich cool. Ich werde das gleich in-game mal equippen. Und wir gucken uns die Animation von dem Ding mal an. Ich habe mich ja gefragt, ob der das so hält, dass er irgendwie einen Finger hier durch dieses Loch steckt oder wie das aussieht. Ich bin gespannt. Wir gucken uns das gleich in-game an. Aber wir machen die letzten 5 Kisten noch auf. Ah, es ist halt super geil, aber ich weiß halt, es ist kein Knife, was ich jetzt bevorzugt irgendwie spielen würde. Ich freue mich, dass ich eins gezogen habe, aber es ist keins, was ich spielen werde. Und das weiß ich schon. Ich weiß, dass ich es nicht dauerhaft zocken werde. Bin mal gespannt, für wie viel das geht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es mehr als 200 wert ist, das Ding. Aber das sind doch, welche Patterns sind das? Das sind alles die Standard-Patterns, oder? Man kann keinen Doppler oder so ziehen, oder? Das sind hier Slaughter und Fate, Crimson Web, die ersten, die jemals kamen, ne? Boah, geil. Geil, geil, geil. Für YouTube natürlich doppelt gut, weil ich das ins Thumbnail packen kann. Auf jetzt. Ah. Mann, es ist geil, aber halt irgendwie auch nicht, ey. Okay, aber ich habe eins gezogen, Alter. Ich kann niemals chatten. Ich kann niemals chatten. Ich habe eins der neuen Messer gezogen. Skeleton Knife Nightstripe. So, wir haben es equipped. Wir gucken uns das mal eben in-game an. So, wir gehen nochmal schön in die Sonne. So. Aber wenn das inspected, hält er wenigstens den Finger dran. Jetzt dreh's, komm, dreh's um den Finger, komm, hast du Bock? Nicht? Doch, oh! Das war's? Okay, der Dreher war gerade wohl die Rare Animation. Also das Rausziehen ist natürlich ein bisschen langweilig. Der zieht's einfach aus, der flippt das nicht mal. Das sieht aus, als würde das flippen wollen, aber er macht's einfach nicht. Oh, oh, doch! Oh, was war das denn? Aber die ist ja super kurz, die Animation. Okay, das ist die Standard-Inspect. Ich will den Dreher noch einmal. Komm, dreh's mal mit dem Finger, komm. Da. Ja, ein bisschen kurz, finde ich. Also es ist nicht so schlecht, aber so super geil ist es auch nicht, oder? Was meint ihr? Ich meine, Nightstripe ist jetzt natürlich auch kein Fate oder Slaughter oder so. Ich würde sagen, es, so wo ich es jetzt in-game habe, ist ein Medium Knife. Kommt für mich nicht an ein Bayonet oder Talon oder KMB dran oder so. Ich finde es aber auf jeden Fall cooler als irgendwie ein Gut Knife oder Navaja Knife oder sowas. Finde es nicht so schlecht. Es ist okay, es ist okay. Es ist halt super clean und schlicht. Wer so ein bisschen OCD hat und symmetrische Sachen gerne in der Hand hält, da ist es das Knife. Ich meine, dafür, dass es well-worn ist, sieht das halt vergleichsweise echt gut aus. Also ich würde sagen, 4... Ja, 5 ist übertrieben. Ich sage 4 out of 10 ist das für mich. Wenn es natürlich Slaughter oder Fate wäre, wäre es nochmal was anderes. Aber Nightstripe... Ist okay, ist okay. Ich freue mich. Neues Messer gezogen. Direkt am ersten Tag. Ich werde es vielleicht sogar gewinnbringend verkaufen können. Das werde ich gleich auf dem Markt haben. Vielleicht kriege ich das Geld sogar wieder was ich gerade für die Kisten ausgegeben habe. Ja gut, dann an die Jungs von YouTube. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr dürft euch die nächsten Tagen und Wochen auch im Dezember über reichlich Content freuen. Ich werde auch wieder ganz viele der neuen Operation Missions natürlich auf YouTube bringen. Besonders die Koop-Missionen. Da mit Vera, Felix, Marc, Erik und so. Da werde ich einiges machen. Da wird einiges auf euch zukommen. Lasst mich aber unter dem Video gerne wissen, was ihr von der neuen Kiste haltet und von den neuen Collections. Ich danke euch fürs Zusehen und wenn ihr Lust habt, an dem Tag heute wird auf jeden Fall noch ein Video kommen, einer der neuen Maps und ich werde ganz lange livestreamen. So, der Chat spammt gerade rein. Ich soll nochmal irgendwo reinstechen und so gucken, wie die Stechen-Animation aussieht. Dann machen wir es noch eben fertig. Ich sag, das wird sein wie beim Gut Knife, von oben rein. Ah, wie Standard-Knife halt. Standard-Knife-Animation. Also, vielen Dank fürs Zusehen.
Bitte, bitte, bitte lasst einen Kommentar und Bewertung da. YouTube-Algorithmus und so. Und wir sehen uns die nächsten Tage sehr, sehr oft auf Twitch und auf YouTube. Wird einiges auf euch zukommen. Later! But I can't seem to get enough. My mind is fixed on what it wants. I just let you beat me. Looks can be deceiving. Let you get the best of me. In bed with my worst enemy.